So, da sind wir wieder. Vorbereitung ist ja alles. Wer gut vorbereitet ist, ist schlecht im Improvisieren. Den Sattel habe ich auch nochmal gleich mitgebracht, dann sieht es ein bisschen besser aus. Der ist zwar eigentlich auch schon uralt, aber der ist scheiße gemütlich. Ich habe hier am Rahmen hinten etwas verstärkt und geschweißt und gemacht und getan. Und jetzt kann es natürlich sein, ja, scheiße, da muss Paddy nochmal beigehen. Das muss ich von innen nochmal ausschleifen. Da habe ich Einbrand. Zu tiefen Einbrand. So, ich will einen Lenker bauen. Was brauche ich dafür? Oder halt, nee, ich will keinen Lenker bauen. Ich will eine Lenkstange bauen. Dafür brauchen wir ein bisschen Rohr. Dafür brauchen wir Gewindestange. Die gar nicht reinpasst. Dann das Wichtigste für vorne. Kugelkopf. Ist auch wichtig. Und der soll dann später die Neigung und alles ausgleichen. So, und dann, was dann hinten rankommt, also quasi von unten, sind, ja, waren im Viererpack billiger. Gabelköpfe. Das ist natürlich jetzt, da war ich ein bisschen zu optimistisch. Ich habe die in M10 bestellt und habe nicht daran gedacht, dass die Gabelköpfe dementsprechend größer sind. Das sind gewaltige Klopper, aber naja. Bisschen überdimensioniert kann ja nicht schaden, kann ja später nur halten. Aber wie gesagt, ich finde dieses Splint-Patent finde ich super. Die habe ich auch bei meinem Anhänger an den Bremszügen, am Bremsgestänge. Das ist super, die halten bombenfest, da bewegt sich nichts. Also das ist schon super. Daraus möchte ich jetzt ein Lenkgestänge bauen. Das heißt, hier kommt ein Flacheisen dran. Zack, kommt der Gabelkopf drauf, Stange dran, hier kommt noch ein Stück Gewindestange zwischengeschweißt. Am anderen Ende, vorne, was dann auf dieser Seite von der Gabel wäre, hier soll die Stange dann ja ankommen. Die muss noch gebogen werden, gekröpft werden und dann kommt der Kugelkopf hier drauf, hier unten ungefähr irgendwo auf dieser Höhe, kommt noch ein Stück Flacheisen aufgeschweißt. Und dann geht das los. Man kann keine Rohre vernünftig biegen, wenn man keine Rohrbiegemaschine hat. So, was ich aber habe, ist eine... Nein! Und du bist... Egal, das soll trotzdem funktionieren. So, ich mache ja alles so Pi mal Auge. So, ich habe jetzt hier... Ich muss auch nur einen kleinen Bogen reinkriegen. Und das sollte eigentlich dann schon reichen. Ja, das reicht. Wie gesagt, ungefähr hier so, da muss ich ihn geknickt bekommen. Das sollte reichen. Und jetzt könnte ich natürlich versuchen, das da vorher noch heiß zu machen. Ich probiere es aber einfach mal so. Und wenn es komplett in die Hose geht, habe ich Pech gehabt, weil seit 35 Minuten hat der Baumarkt geschlossen. Naja. Aber das fühlt sich bisher gar nicht mal so scheiße an. In irgendeine Richtung muss es gehen. Und wenn er halt ein bisschen flacher wird auf der einen Seite, stört mich das auch nicht besonders. Das sind so Dinge, die kann man vernachlässigen. Wie gesagt, ich habe nie behauptet, dass ich da Ahnung von habe. Aber wenn man es um so eine Rolle biegen kann, dann sieht das ja meistens schon ein bisschen kittiger aus. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Und es soll ja auch nicht so, ich meine, ganz ehrlich, das ganze Rad, ja, guckt euch den Rahmen an, ja, das ganze Rad wirkt natürlich ein bisschen grobschlächtig. So, und wenn ich jetzt anfangen würde und dieses Teil würde perfekt aussehen, das würde ja nicht in die Optik reinpassen. Nein, nein, es soll schon so ein bisschen, es ist ja schon so ein bisschen gewollt, ne? Kann man das nachvollziehen? Weiß ich nicht. Könntet ihr das nachvollziehen? Vielleicht schon. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung von dem, was ich hier beim Lastenfahrrad mache, aber ich fuchs mich da rein und ich probiere aus. Und die Devise heißt Try and Error, also ausprobieren und scheitern.
Und diese Devise funktioniert sehr gut. Also wenn ich irgendwas mache und es funktioniert nicht, fange ich nochmal von vorne an. Stört mich nicht. Lenker ist gerade ausgerichtet. Und du, Kollege, kommst jetzt so dazwischen und du sollst im rechten Winkel sein. Dann muss ich immer kleineren Winkel besorgen. Das gefällt dir? Gegenkurve? Ja, das lassen wir so gewähren. Wenn das später nicht hält, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich absolut nicht weiter. Ja. So. Das ist die Optik, lasse ich so. Ich mag das. Funktioniert. Kein Spiel in die falsche Richtung. Super. Das klappt. Lenkeinschlag passt. Ha! Durch. Ja, so schlimm kann es nicht sein. Der Motor qualmt noch nicht, also ist alles in Ordnung. Dann machen wir mal einen kleinen Schnitt. Ich will auf das Werkzeug echt nicht mehr verzichten. Das ist schweinegeil. Dann machen wir das auch gleich irgendwie vernünftig. Zack. Zack. Hübsch machen ist auch immer eine gute Sache. Das könnte man doch so. Das ist ja auch. Ha! Ne? So ungefähr. Das hat auch eine schöne Form. Geil. Ah. Nein! Auch so ein Ding, was ich nicht verstehe. Ist ja geil, dass man so diese Kugelköpfe irgendwo kriegen kann.
aber wieder nicht mit einer selbstsichernden Mutter geliefert. Warum nicht? Was soll das? Aber so soll das aussehen. So. Ist doch schon mal was. Phil Freedom, I don't know where you come from. My English is not the greatest. Excuse me for that. Just a little bit school English. And ne? I'm building a cargo bike. Completely self-made. Okay, the back frame is an original mountain bike frame. It's 20 years old, I think. And the rest, the front of the frame, I built by myself. And now I'm building the steering. And I have a little problem with the clamp. I have to rebuild it. And that's what I'm making here. No? Das funktioniert. Verklemmen ist cool. Ja. Verklemmt sein ist nicht unbedingt cool, aber wenn sich Sachen so verklemmen, wie sie sollen. Hier kommt später natürlich noch eine Kontermutter vor. Ganz klar. Hallo. So. Leute, wir nähern uns dem Ziel. Das, was jetzt noch muss. Oh Gott, ich bin ein bisschen aus der Puste. So, zap, so, kann man sehen. Er lenkt nach links, nee, nach rechts. Jetzt ist er nicht mehr spiegelverkehrt. Das funktioniert. Und er geht am Ständer vorbei. Oh. Okay. Ach ja, genau. Da war ja noch was. Jetzt ist ja das Ding, dass die Lenkstange, die ist ja, wie gesagt, die hat jetzt ja, hier vorne ist ja der Kugelkopf. Und der ist wichtig, der muss sein. So. Hinten ist ja der Gabelkopf. Damit sich die Lenkstange später nicht großartig verdrehen kann. So. Jetzt hatte ich gerade eben schon so einen geringfügigen Anflug von Panik. So nach dem Motto, scheiße, es kann das ja sein, dass du später Probleme hast. Zum Beispiel, du stellst das hier alles ein oder Ding ist auf Spannung oder was auch immer. Und dann löppt das nicht. Aber ich kann ja immer noch den Lenker an sich verdrehen. Also die absolute Feineinstellung ist dann damit, dass der Lenker verdreht wird. Aber wie gesagt, das hier muss stramm sein. So. So, das ist so der, das sollte dann später der maximale Lenkeinschlag sein. Und da will ich ihn haben. Nachdem jetzt alles tausendmal hin und her gemessen wurde und einstellen und nochmal umsetzen des Anlenkpunktes von hier unten nach etwas weiter oben, Kugelkopf von unten angelenkt,
funktioniert das Ganze schon besser. So, und ich habe jetzt den Gabelkopf dort angesetzt. Da sitzt er sehr gut. Der Anlenkpunkt funktioniert auch wunderbar. Und das gefällt mir sehr gut. Mal gucken, dass wir hier alles raufkriegen. Ich glaube, das soll wohl sehr gut funktionieren. Und was ich auch gleich mit eingebaut habe, ist eine Feder zur Stabilisierung. Und das, die Feder holt natürlich auch immer wieder das Rad zurück in die gerade Position. Je nachdem. Also, auf der Kamera sieht es gerade nicht gerade aus, aber wenn ich so drauf gucke, wenn ich von hier aus drauf gucke, dann ist es gerade. Also es funktioniert. Das war der Plan. Ja, jetzt müssen eigentlich so langsam mal die Räder kommen, damit ich die restlichen Feineinstellungen machen kann. Sonst sind soweit Schweißarbeiten erledigt. Ja gut, jetzt hier am Anlenkpunkt nochmal nachschweißen, vorne nochmal nachschweißen, damit das fertig ist. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie ich die Bremsleitung verlege. Ja, es wird. Und es funktioniert. Ich muss hier ein richtiges Bild rein. So, also man sieht, es wird. Und ich hoffe, es hat euch bisher so weit gefallen. Ich bin da noch lange nicht fertig. Es passiert da noch ein bisschen was. Wie gesagt, die Lenkung war ja also eine ziemlich fummelige Angelegenheit, aber das haben wir recht gut hinbekommen. Und das funktioniert. Ich habe nur ein ganz kleines bisschen Sorge, dass das Lenkrohr vielleicht ein bisschen zu weich sein könnte. Da muss ich nochmal schauen, ob ich da vielleicht nicht doch noch ein bisschen was Dickeres besorge. Also mal schauen. Ja, was jetzt noch passiert, ist die neue Hydraulikleitung für die Bremse verlegen. Das sind also viele, viele Kleinigkeiten passieren jetzt off-camera. Also das ist, ich werde jetzt nicht alles festhalten, aber so ein paar Sachen müssen noch passieren. Beispielsweise der Rahmen hinten, da sind noch Lackreste dran, die müssen runter. Der Lenker und das Lenkerrohr, was im Steuerkopf drin sitzt, müssen auch noch entlackt werden. Da muss ich auf jeden Fall noch beigehen. Was dann noch passiert, das muss ich eben überlegen. Genau, besorgen muss ich noch ein Schutzblech für vorne, ein Schutzblech für hinten. Dann war ich eben überlegen, wie machst du das mit der Beleuchtung? Und kam mir dann neulich so der Gedanke gekommen, das machst du jetzt wieder ganz oldschool. Ich habe hinten am Hinterrad habe ich eine Aufnahme für ein Dynamo, für einen Reifen, also für einen Radlaufdynamo. Und der kommt da auch dran. Also es wird ganz oldschool, hinten ein Dynamo, der ans Hinterrad geht, verbaut. Und Kabel nach hinten, Kabel nach vorne zur Lampe. Und dann geht das fürchterlich los. Das so ein bisschen, ne? Das ist Nabendynamo und Batterielampen und so. Na, Dynamo, vernünftiger Dynamo, das kommt auch in Polizeikontrollen immer wunderbar. Nee, also das auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall verbaut. Leitung verlegen, Bremshebel einstellen, Gedöns. Ja, und dann wie gesagt, restliche Farbe von runter. Und dann muss der ganze Rahmen geschliffen werden, damit er brüniert werden kann. Und ich brauche so langsam mal die Räder. Ich brauche langsam echt die Räder. Das ist, da warte ich jetzt noch drauf. Wie gesagt, das Hinterrad ist noch zum Einspeichen. Ich hoffe, dass das vielleicht in der nächsten Woche klappt, dass ich das Hinterrad dann bekomme. Und fürs Vorderrad habe ich den Reifen bestellt. Und Reifen sind beide von Schwalbe. Ich meine, Big Apple heißen die. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Sind auf jeden Fall schöne Reifen. Hinten 5 cm Breite, vorne 5,5 cm Breite. Und das wird auf jeden Fall schick. Ja, und dann gucke ich mir noch nach schönen Lampen um. Und ja, also man sieht, es wird so langsam. Und dafür, dass ich überhaupt gar keine Ahnung davon habe, was ich hier eigentlich mache, scheint das wohl alles recht wunderbar zu funktionieren. Ja, wie gesagt, Lenkstange, das ist mir, wenn ich das so sehe, das arbeitet mir in sich noch ein bisschen zu viel. Also die Lenkung an sich funktioniert, aber es ist halt, die Lenkstange an sich ist mir ein bisschen zu weich. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, ob ich da eventuell nicht doch noch
einen Vollstab nehme oder gucke, dass ich ein etwas dickeres vorfinde. Das sind aber Kleinigkeiten. Und wenn alles gut mitläuft, kann dann Ende des Monats das Fahrrad fahren. Ich hoffe es zumindest. Ich gebe mein Bestes. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen oben da. Wer diesen Kanal noch nicht abonniert hat, lade ich herzlich ein, diesen Kanal zu abonnieren. Wer mehr darüber wissen will, was hier in meiner kleinen Werkstatt hier alles so Schönes passiert, guckt mal bei Facebook, Feldschmiede Neu-Ekels. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns beim 9. Teil zum Lastenfahrrad wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss.